Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2! Im letzten Part sind wir zurück zur Unterwelt gereist, wo Hades seine diabolische Unterweltarena eröffnet hat. Hier möchte er teuflische Spiele veranstalten und, naja, die ganzen Massen in der Unterwelt entertainen, allerdings auf andere Kosten. Er hat eine Figur von Auron anfertigen lassen, um ihn zu kontrollieren. In der Figur steckt nicht seine Seele. Sein Körper handelt jetzt nur so, wie Hades es möchte. Und zu dieser Zeit, wo Sora jetzt hier nur so in der Gegend rumsteht, kämpft Auron bereits gegen Herkules. Hades möchte Auron dazu benutzen, Herkules ein für alle Mal zu töten. Allerdings wissen wir das zu verhindern, denn wir haben im Let's Part schon die Auron-Statue gefunden, hat es sein Privatgemächern und können jetzt den Fluch praktisch lösen von Auron, damit er wieder einen freien Willen hat. Und das werden wir jetzt sofort machen. Haha, Herkules blinzelt jetzt sicher schon in Gnade. Was? Seid ihr auch hier, um Herkules von hier zu sehen? Auf geht's. Ich bin hier, um Herkules gewinnen zu sehen. Supporten wir ihn ein wenig. Ich denke mal, wenn wir Auron die Statue geben, wird er schon chillen. Und vielleicht Hades dann ausrasten. Mach schon, erledige ihn! Auron! Nein! Sora, Donald, Goofy. Auron! Diese miesen kleinen Gefangene! Was ist mit unserer Abmachung? Ich kann dir Absolution erteilen, aber du musst schon kooperieren. Du hast mich wohl nicht verstanden. Dies ist meine Geschichte und du kommst darin nicht vor. Schluss! Aus! Jetzt weht ein anderer Wind. Ich wollte mich an gängige Regeln halten. Gut, ich geb's zu. Sicher wollte ich, dass unser Superheld verliert, aber ich habe mir alle Mühe gegeben, dass es auf einen fairen Kampf in der Arena hinausläuft. Wirklich? Ein fairer Kampf? Lacht nur, lacht, lacht euch ruhig tot. Dann hat sich's nämlich ausgelacht. Und warum? Weil jetzt hier nach meinen Regeln gespielt wird. Meg! Herkules! Ich hab dich doch zu Beginn gewarnt, wenn du nicht mitmachst, verlierst du die Kleine. Weg da! Meg! Ich rette dich! Offenbar ist der Wunderknabe aus der Wertung rausgefallen. Was hat er mit dir angestellt? Deinem Treiben jetzt ein Ende. Vor allen Dingen, Herkules hat sich doch an seine Abmachung gehalten. Na, da brenne ich schon drauf. Das war klar, dass er jetzt komplett ausrastet. Sein Plan nicht richtig geglückt ist. Ja, behalten wir mal Auron drin. Wie sieht's denn hier aus? Abilities? Nee. Okay. Aber bei Donald vielleicht und Goofy. Moment mal, Auron hat gar nichts aktiv. Was zur Hölle? Bloß alles aktivieren, ja? So, wie sieht's denn hier aus? Ja, oh! Donald könnte auch mal wieder was reinmachen, Raketentanzen. Ah, nee, verbraucht sowas komplett einen MP-Vorrat, muss ich sein. Aber Eisboost wäre vielleicht eine gute Sache. Mach ich mal rein! Je nachdem, Hyperheilung. Nee. Okay. Goofy, Abilities? Nee. Okay. Los geht's! Der Kampf gegen Hades! Sau schwer in Kingdom Hearts 1! Mal gucken, wie er hier ist. Ich glaube, der war ähnlich.
Jetzt reicht's. Ja, er sagt schon wieder die gleichen Sprüche. Okay, schauen wir mal, ob der Kampf noch gleich geblieben ist. Hier, direkt mit Bushido. Ich hab Style, das Geld und all das, was die Fotzen so gefällt. Naja. Wir können nicht gewinnen. Wieso nicht? Weil die Unterwelt sein Schlachtfeld ist. Und wie besiegen wir ihn dann? Ich glaube, ein wahrer Held könnte da helfen. Aber du! Allerbesten Dank, Hades. Ich war bereit, mein Leben zu opfern, um Mac zu retten. Da fiel's mir wieder ein. Ein wahrer Held wird an der Kraft seines Herzens gemessen. Da war ich in Sekunden auf 100. Aber keine verrückten Aktionen mehr. Schon verrückt, was Menschen alles machen, wenn sie verliebt sind. Was gibt's denn da zu lachen, ihr Schwachköpfe? Ihr wagt es bereits, ein Happy End zu feiern, ihr freches Pack! Ihr rastet, ey! Wer rastet, der rostet! Das sollst du auch wissen, Hades, oder? Oh Gott! Wieder die gleiche Sequenz. Können wir ihn jetzt verwunden? Nein, können wir immer noch nicht. Ja, aber ganz im Ernst. Was? Okay, Auraschuss. Achso, diese Aurasphären hier. Lucario lässt grüßen. Sollen wir jetzt auf ihn zurückschleudern, damit wir ihn verwunden können, oder wie? Ja, tatsächlich. So wie jetzt gemacht. Interessanter Kampf. So, ein bisschen anders als in Teil 1. Aber okay. Ja, aber Herkules hat sich da geopfert für seine Freundin. Und Sora lacht sich einen ab. Als ob Sora das nicht selber machen würde für Kairi. Und wer von euch würde das nicht auch machen für seine beste Freundin? Ich auf jeden Fall. So. Zack. Toll. Willst du mich verarschen oder was? Jetzt muss ich jetzt zurückkontern wie bei Phantom Gen bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oder ich nehme einfach wieder die Aura-Kugel, ne? Interessanter Kampf, gefällt mir richtig gut. Aber was ich euch nicht empfehlen kann, ist eine Drive-Form. Weil, weil man ihn halt nicht ständig verwunden kann. Also es bringt nicht viel, seine Drive-Energie hier für diesen Kampf zu nutzen. Ich kann es trotzdem mal machen. Meisterform! Ja, nee, der Kampf ist ganz anders als in Teil 1. Merkt ihr das? Die Feuerangriffe sind ja komplett anders. Also er macht es so ähnlich wie Sephiroth in Teil 1. Boah, der Schaden! Habt ihr es gesehen, wie krass viel wir ihm abgezogen haben? Echt übel. Bam! In your face, Motherfucker! So, jetzt wieder! Angriff! Turning around! Ne, wir können den nicht so oft verwunden. Dann beamt er sich wieder weg und dann müssen wir wieder mit einer Aura treffen. Genau das meine ich, Freunde. Es lohnt sich nicht, hier eine Drive-Energie zu nutzen. Wow! Genau das ist der Angriff von Sephiroth. Oh, es ging jetzt eins. Zwar nicht ganz so übel, aber man sollte ihn trotzdem nicht unterschätzen. Boah, auch so Meteorangriff oder was? Krass. Also da geht echt einiges ab. Was? Aura-Schuss? Ach, hier ist noch eine Aura. Okay. Herkules musste erst wieder seine Aura erschaffen, scheinbar. Jetzt kann er ihn wieder verfunden. Echt cooler Kampf. Gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig geil. Und der zieht sich auch schön in die Länge. Das ist ein richtig interessanter Kampf. Okay. Check that! Und jetzt machen wir mal ein bisschen Bushido hier. Ich hab's toll mit dem Geld. Egal ob Bushido oder Sido, ich werde dich besiegen, mein Freund. Ja, so ist das. Typhoon. Dies ist meine Geschichte. Oder unsere Geschichte, denkt doch mal an die Community. der gute Aura, ne? Ist schon ein ganz cooler Charakter, muss man sagen. Und Aurasphäre in your face. Aurasphäre like a Lucario. Zack. Da ist er gelähmt. Du alter Gelähmter, du. Ah, da ist er. Beamt sich direkt hinter uns, natürlich. Und jetzt rastet er komplett aus. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder keine Magie mehr? Ach so, weil ich eben Bushido gemacht habe, ne? Goddammit. That's not so good. Aber Donald könnte mich ja auch mal heilen, ne? Aber hat er nicht nötig. Hat er ja nicht nötig. Okay, er hat mich geheilt. Er hat mich geheilt. Er ist aufregend. Hat er nicht nötig und er hat mich geheilt. Take that! Mein komischer Schutz ist gebrochen. Und schon bald ist auch dein Herz gebrochen. So.
Jetzt gibt's Feuer. Wie cool, dass ich wieder fühlt, ne? Also ich kann mir ein richtig hartes vorstellen bei Silvester, wenn er ein Feuerwerk macht, so. Jetzt gibt's Feuer und dann pam pam pam. Ja, echt. Unser Pyromeister höchstpersönlich ist das. Pyromane like a boss. Ja, hallo, Herkules. Danke, dass du dir so viel schöne Zeit noch lässt, ne? Am besten noch einen Kaffee nebenbei trinken. Wir brauchen deine Aura ja nicht sofort, ne? Nein. Honk. Ja, wir haben Hades zum Glück bald. Aber jetzt könnten wir schön Magieangriff hier mal brauchen. Heilung! Oh, jetzt heilt mich doch jetzt schon! Na egal. Was soll's? Was soll's? Einmal Angriff, bitte. Was? Ah, Mann! Der macht sich jetzt aber sofort immer wieder zum Feuerhades. So können wir ihn nicht verletzen. Am besten immer beide Aurakugeln auf ihn schleudern. So, aber dann hält das auch länger. Greif Hades mit Aura-Schuss an. Ja, Leute! Was soll ich denn tun? Der ist ja ruckzuck wieder in Rage-Modus hier. Sollte ich vielleicht doch nochmal in die Meisterform gehen? Ja, guckt euch das mal an. Das hat doch keinen Sinn mehr hier. Okay, wir können ihn trotzdem nochmal angreifen. Ja, weil Herkules selber jetzt einen Aura-Schuss auf ihn gemacht hat. Und schon brennt er wieder. Echt scheiße jetzt. Also die letzte Leiste ist echt schwer. Na gut, trotzdem gebe ich nicht auf. Na, wie schmeckt euch das? Gut, Herkules. Das ist genau meine Geschmacksrichtung. Das ist genau meine Geschmacksrichtung. Hast du einen schönen Geschmack getroffen? So. Oh, komm, ich dachte, ich kann ihn jetzt finishen. Nein, er rastet schon wieder komplett aus. Vorsicht, Feuer. Vorsicht, Aurakugel. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und... Ach komm, zwei Treffer und dann ist er schon wieder weg. Was willst du denn da machen? Ganz im Ernst. Okay, okay. Und der Stone. Yeah. Ausweichkonter erlernt. Interessanter Kampf. Geil, geil, geil. Schön lange auch. Und ein guter Schwierigkeitsgrad. Nicht so übertrieben wie Xaldin. Eigentlich gerade richtig. Verreck in deine eigenen Unterwelt! Den sind wir erstmal los. Zum Glück. Der alte Jammelkopf. Ne, der ist schon ganz cool mit seinen Sprüchen und so, aber... Es nervt auch. Es nervt auch. Dann kehrt Ruhe in Unterwelt ein. Meine Lebensaufgabe war es, andere zu beschützen. Aber wen soll ich jetzt noch beschützen? Vielleicht sollte ich fortan meine eigene Geschichte schreiben. Ja, du hast es verdient, Auron. Nach allem, was du durchgemacht haben musst. Ich glaube, ich sollte euch danken. Nicht nötig. Auch gut. Ich meinte, ein bisschen Dank kann ja nicht schaden. Dann sag auch, was du denkst. Ein paar Worte kann ich wohl erübrigen. Danke für euer Einmischen. Was soll das denn heißen? Und wir bekommen endlich ein neues Schlüsselschwert, den Seelenwächter. Besitzt große Angriffskraft und erhöht den Schaden, der durch Situationskommandos verursacht wird. Absolut geil hört sich das an. Ich hoffe, dass das auch was taucht. Okay, ich akzeptiere den Seelenwächter, wenn es mindestens zwei Magie hat. Wäre zwar eine Verschlechterung im magischen Sinn, aber das, was er verspricht, das hört sich doch richtig geil an. Den schauen wir uns gleich mal an. Danke, Jungs. Wieder habt ihr ausgeholfen. Aber was redest du denn da? Ihr wart doch die Rettung. Euch gebührt unser Dank. Sora, Donald, Goofy. Und was habt ihr als nächstes vor? Ach, weißt du,
Ihr beiden kommt offensichtlich ganz gut ohne uns klar. Eure Körpersprache ist eindeutig. Ja, wir erklären, Butcher. Genau, bevor wir uns wieder einmischen. Ja. Richtig. Tja, auch ich werde wohl nicht mehr gebraucht. Wenn du jede Herausforderung meisterst, Herc, wen soll ich da noch trainieren? Aber nein, du darfst mich jetzt nicht verlassen, Phil. Ich muss stets in Topform sein, falls Hades wieder aufkreuzt. Sind wir jetzt wahre Helden? Ja, komm schon, Phil. Wie sieht's diesmal aus, hä? Lasst mal überlegen. Nein, noch seid ihr nicht weise genug. Noch nicht ganz reif obendrein. Okay, okay, wir haben's kapiert. Ist ja auch nicht meine Entscheidung. Ach, verflixt! Aber da es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, könnte ich euch ja von Juniorhelden zu Helden ins B befördern. Wirklich? Sag das doch mal! Nicht diese Undiszipliniertheit. Ich sag's ja, zu Helden fehlt euch einfach die Reife. Hey, das geht nicht! Gebt Ruhe! Phil! Lasst mich in Frieden! Sieh doch mal. Haben Sie es also geschafft? Das war die Arena des Olymps, Olympus Coliseum. Hier gibt es immer noch einige Cups zu erledigen. Genau, Arena des Olymps, Olympus Coliseum. Sora, Donald und Goofy als Sternbilder, auch interessant. Ja, Helden in Spee von Junior-Helden zu Helden in Spee. Ob in Kingdom Hearts 3 wohl wahre Helden wären, das fände ich episch. Das fände ich richtig episch. Aber wird man sehen, vielleicht gibt es ja auch gar keine Herkules-Welt. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, da sind wir ja schon mit durchgekommen, wa? Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Okay, was wir jetzt tatsächlich machen werden, ist nochmal dahin gehen. Was? Ist noch was nicht freigeschaltet? What the fuck? Denn es gibt jetzt einige Cups zu erledigen und die möchte ich tatsächlich jetzt machen. Drei Cups sind das, glaube ich, an der Zahl. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nur einen. Egal, ob der Part Überlänge kriegt oder nicht. Na gut, jetzt habe ich erstmal ein Handy anrufen und da werde ich jetzt dran gehen, weil heute Valentinstag ist. Ausnahmsweise. So, Freunde, nach einer kurzen Unterbrechung geht's dann auch schon weiter hier. Ja, mein Gott. Am Valentinstag kann man nochmal in Aufnahme ans Telefon gehen, oder? Sonst mache ich das ja eigentlich nicht, weil dann ist es immer schwierig, wieder reinzukommen. Denn jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich machen wollte. Immer diese langen Telefongespräche. Nee, Spaß. Ist alles super. Ach so! Ich wollte die Cups machen. Genau, Turnier. Also, wir haben jetzt hier drei Turniere schon zur Auswahl. Nee, einmal eine Pech- und Schwefel-Cup. Empfohlen ist Level 20. Das ist krass. Da sind wir richtig overleveled schon. Hier 28, das geht. Zerbus-Cup. Und hier 41, da sind wir underleveled. Wir kriegen hier keine einzigen Erfahrungspunkte in den Cups. Das finde ich richtig schlecht gemacht. Und es gibt immer irgendwelche blöden Regeln, die es zu beachten gilt. Deswegen sage ich, dass in Kingdom Hearts 2 die Arena nicht so gut ist. Hat mich schon immer gestört. Na gut, wir machen es trotzdem im Pech- und Schwefel-Cup in diesem Part noch. Regeln der Pech- und Schwefel-Cup. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Gefährten. Die Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung. Aber die Limit-Moves kosten weniger MP als sonst. Limit-Moves. Aber die Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung. Wie soll ich dann Limit-Moves machen? Wollt ihr mich verarschen? Egal. Nee, im Ernst. Limit-Moves und Drive-Leiste? Hä? What the fuck? Check ich nicht. Was soll's? Kriegen wir schon hin? Ich glaube, es sind jetzt 10 Kämpfe. Limit-Moves verbrauchen weniger MP als sonst. Aber die Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung. Sammle Medaillons ein, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Benutze Kombos, um mehr Medaillons zu erhalten. Hä, Medaillons? Überfluchte Karibik jetzt, oder was? Okay. Kriegen wir hin, oder? Ein paar Medaillons hier einsammeln. Oh mein Gott. Ist das optional? Muss doch nur die Gegner beherrschen. Check das nicht. Hey, wie gesagt, die Arena die gefällt mir hier absolut nicht. Im zweiten Teil. Vor allem die Gegner sind doch so schwach, ne? Merkt ihr das?
Guck mal, wie wenig Leben nur die Wampe hat. Lächerlich. Na gut, wir sind aber auch overleveled. Ich hätte den Cup schon lange machen können. Ich glaube, nach dem ersten Besuch von der Unterwelt. Da hätte ich das schon machen können. Aber mein Gott, das mache ich jetzt am Stück. Das hätte sonst nur den Storyfluss gestört. Hätte das damals schon gemacht, deswegen. Das passt schon so. Und tschüss. Liebes, liebes Hündchen. Okay. Irgendwelche Retro-Racers. Sehen wir auch mal, wie die richtig aussehen, ne? Normalerweise sieht man deren Farbe ja nicht, weil die tauchten ja nur in der Schwarz-Weiß-Welt auf. Alter, kann immer chillen. Aber finde ich cool, dass jetzt auch wieder Gegner aus der Nostalgie-Welt dabei sind. Gerade weil wir die nie in Farbe gesehen haben, ne? Aber die Fights sind sehr einfach. Gut, dass ich das jetzt doch noch hier reingeschoben habe. Es geht sehr, sehr schnell von der Hand hier. Das wird bei dem dritten Cup wohl sehr schwierig werden, weil wir dann underleveled sind. Ich möchte ihn aber trotzdem versuchen. Sind gerade mal Level 38 oder 39. 39 jetzt, glaube ich. Und halt zwei Level unter dem empfohlenen Level. Das wird schon eine Challenge. Aber das hier, das ist alles andere als eine Challenge. Ach komm, die Türme, die nerven aber. Das sind so richtige Nervengegner. Richtige Nervensägen. Sägen mir die Nervenbahn durch hier. Oh, die Gargoyles, Außenschloss mit weniger Lebensenergie. Billig. Weiß ich gar nicht. Müssen wir vielleicht 1000 Punkte oder so hier erreichen? Falls ja, dann haben wir es jetzt geschafft. Gut, komm her. Du Sock. Doppelte Punkte einheimsen. Ja, warum denn doppelte Punkte? Ja, ist ja auch egal. Weil wir die maximale Combo erhöht haben, oder was? Was mich sowas von nicht interessiert. Ich will einfach nur die Cups schaffen. Auf Punktzahl kommt es mir nicht an. Ich will nur die Trophäe in meinen Händen halten und mich cool fühlen. Da seht ihr da, der Blaubaron. Jetzt wisst ihr auch, warum die Blaubaron heißen. Früher habt ihr euch bestimmt gedacht, wo ich sagte, die heißen Blaubaron. Habt ihr euch bestimmt gedacht, ja, bist du auf Drogen oder was? Schwarz-Weiß, nichts blau. Nein, dann seht ihr es, dass ich doch recht hatte. Gut, ein paar Zentauri hier. Ziemlich nervige, fiese Gegner. Aber da die ziemlich schwaches Level haben, sind die kein Problem. Ja, ich weiß, es ist langweilig für euch. Weil die Gegner nichts drauf haben. Was? Gehe nicht K.O. bis die Zeit abläuft? Das kenne ich irgendwo, ja. Das hatten wir schon mal beim Mulan, ne? Ja, aber das sollte ja auch kein Problem sein. Ich meine, die paar Gegner hier, die können uns doch nicht schocken. Vielleicht können wir sogar alle besiegen. Ich meine, die sind sehr angriffslustig und gehen auf uns zu uns. Ja gut, es sind schon viele Gegner, aber die sind halt schnell besiegt, ne? Ein Schlag, schon sind sie down. Ein bis zwei Schläge. Guckt euch das mal an. Sind ja doch noch einige. Die werden wir nicht alle besiegen können, aber es ist auch egal. Kriegen ja eh keinen Erfahrungspunkt für die Gegner. Das ist ziemlich schade, finde. Aber na gut. Was will man da machen? Ihr komischen Pupillenviecher! Haut ab! Seid ja schlimmer als eine Heuschreckenplage. Ach, Mann! Jetzt haben sie mich, ey. Stört mich aber überhaupt nicht. Ja, im Ernst! Was soll das eigentlich mit der Drive-Leiste? Drive-Energie ist gesperrt und ich, Limits verbrauchen nicht so viel Energie. Toll! Wenn die Drive-Leiste gesperrt ist, was habe ich denn dann davon? Ich check's nicht. Na egal. Brauchen sie sowieso jetzt hier keine Heldenform oder so. Ist ja geschenkt. Und schon haben wir es geschafft. Kein richtigen Bossfight. Oder war das noch nicht das Ende? Nee, tatsächlich nicht. Halbfinale, okay. Das war schon das gefühlte Finale gewesen, irgendwie. Geht vielleicht doch nicht so schnell, wie ich dachte. Aber macht nichts. Ist ja kein Drama. Drama, Drama! Save me from Obama! Und noch ein Gargoyle. Tschüss. So. Ach so, das ist noch so ein Blumenviech. Wo kamen die eigentlich mal drin vor? Ich glaube, die kamen beim ersten Besuch von der Unterwelt mal kurz, ne? Die habe ich schon voll verdrängt. Ich glaube, die kommen nie wieder im Spiel. Oh, Leon und Yuffie? Ach du Scheiße, jetzt wird es noch richtig schwer, oder was? Ich denke mal, wir sollten uns erst um Yuffie kümmern, weil die nerviger ist. Und weil es in Teil 1 auch so war. Aber natürlich visiert das Spiel nur Leon an. Naja, komm, jetzt ist er auch fast down. Was? Ist Leon schwächer geworden? Hier hat er gar nichts mehr drauf. Früher hat er so ein riesen Schwert gehabt, so eine richtig geile Range. Voll die guten Kombos und hier gar nichts drauf. Yuffie ist aber gefährlich geworden. Richtig aggressiv. Ach du Scheiße. Schaden macht sie zwar nicht,
Aber man sollte sie nicht unterschätzen. Komm! Soll der Scheiß! Ich habe auch keinen Zauber, um sie jetzt den Rest zu geben, aber es passt schon. Down! 2500 Punkte. Macht's nach. Nee, Spaß. Bestimmt kein guter Punktestand. Aber wie gesagt, ist mir egal. Das ist das, was zählt. Die Trophäe. Tja, Leon, Yuffie, tut mir leid. Ihr könnt euch nicht feiern lassen. Wir sollten mal bis ins Finale gekommen. Und wir bekommen tatsächlich noch ein Item dafür. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner Items hinterlassen. Also zum Item- und Schmiedenfarming gedacht. Der Glücksring. Und Freudentropfen. Yeah. Kristalliner Tropfen angefüllt mit Freude. Ein gängiges Material. Ziemlich seltene Sachen bekommen. I like that. Echt cool. Okay. Ich denke, damit ist der Part lang genug. Und im nächsten Part kümmern wir uns um die zwei verbleibenden Cups. Der dritte Cup, den die uns hier anbieten, der wird richtig knackig. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Level wir jetzt sind. Noch 38 erst. Ach du Scheiße. Drei Level unter dem empfohlenen Level. Ich würde schon fast sagen, ich lasse es, aber kriegen das hin, oder? Löst in der... Hä? Löst per Angriff einen Gegenangriff auf in der Nähe befindliche Gegner aus, während Reflektor ausgeführt wird? Hört sich voll cool an, ne? Können wir drauf sparen. Definitiv meine nächste Wahl. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls ihr das Video gerne favorisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum Ciao und danke fürs Anschauen. Falls ihr Bock auf die Cups habt, könnt ihr gerne wieder einschalten. Im übernächsten Part geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Story. Dann werden wir uns um Agrabah kümmern. Genau. Also bis dann.